Da wollte da jetzt erscheinen. Oh, oh, verbremst. Oh, fuck! Oh nein, was ist das denn? Oh, ich hab mich auf die Fresse gelegt. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Leute. Willkommen zur zweiten Folge von MotoGP 2013. Wir sind in Amerika, dem Grand Prix of America. Ja, genau. Ich bin gerade von draußen reingekommen, meine Tasche in die Ecke geschmissen und sofort an den Computer, um das Video aufzunehmen, denn ich bin wirklich in Verzug. Wir haben 3:15 in 45 Minuten sollte das Video online sein. Deswegen gehe ich direkt zur Strecke. Irgendwie gab es dieses Mal auch gar kein Qualifying. Irgendwie hat er das gar nicht angezeigt, irgendwie sofort übersprungen. Wusste ich nicht, dass das geht. Ja, und heute gibt es nochmal eine kurze Folge, denn wenn ich richtig durchstarte, ja, dann will ich, also sollte ich wirklich die langen Folgen machen, sprich, so wie bei Formel 1, eine Folge, ein Part und, ne, also die Hälfte des Rennens so gesehen, dann will ich damit erst am Dienstag anfangen, denn sonst habe ich heute Part 1, Montag Part, Dienstag Part 2 und so hat man dann immer in einer Woche genau ein Rennen komplett durch. Ich starte wieder von ganz hinten. Es ist bewölkt, Leute. Mal gucken. Hoffentlich fängt es nicht an zu regnen. Wenn, geht jetzt eh nicht mehr. Weil wir haben Trockenreifen drauf und da geht es auch schon los. Wow, 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 wow. Mal gucken. Der Start war so einigermaßen. Ich bin die Strecke noch nie gefahren. Wirklich, bin die Strecke noch nicht ein einziges Mal gefahren. Weder bei Moto... Wow, 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 wow. Weder bei MotoGP noch bei... Wow, da ist gerade ein Motorrad neben mir hergerutscht. Nein, ich bin das wirklich noch nie gefahren, weder bei MotoGP noch bei F1 2013 bin ich die Strecke gefahren. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich diese Strecke hier fahre. Ich weiß noch nicht so wirklich, wo es lang geht. Ich muss mich einfach an der Streckenkarte orientieren und hier an der Ideallinie von den Kurven. Wow, perfekt vorbeigezogen. Perfekt vorbeigezogen. Und meine Frage des Tages lautet, soll ich, wenn ich jetzt am Dienstag das mache, nochmal vielleicht das erste Saisonrennen fahren, dass wir das jetzt hier einmal nur so ein bisschen als Lückenfüller genommen haben. Oder soll ich dann am Dienstag hier weitermachen, wo ich aufgehört habe? Dafür müsst ihr dann in Kauf nehmen, dass es kein Qualifying gibt und so, weil ich wollte das Qualifying auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich wollte das auf jeden Fall mit reinnehmen, nachdem ich da so ein paar Kommentare gelesen habe, wo einer so eine gute Idee hatte, dass man das Qualifying doch mit reinnehmen kann und dafür dann 25% fährt. Vielleicht fahre ich aber auch 50% und Qualifying, so Special Extra, Super Long Folgen, was auch immer. Keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt. Also was haltet ihr davon? Hier weitermachen, kein Qualifying oder Montag bzw. Dienstag neu anfangen, vielleicht die ersten beiden Strecken auslassen, also hier Grand Prix of America und in Katar. Das drin, was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Würde ich dann, wenn ich neu anfange, glaube ich doch eher komplett von vorne anfangen und gut durchgekommen. Wupp, 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 wupp. Ja, ihr merkt schon ein bisschen mehr Planung heute im Video, als dass ich mich hier op, 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 aufs Rennen konzentriere. Liegt einfach daran, weil ich es euch halt recht machen will und ich mir irgendwie auch mit mir einig werden muss, ne? Also wie gesagt, wenn ihr sagt, ja, mach Dienstag neu, dann mache ich mit 50% vielleicht oder 25%, kommt drauf an, schreibt mir das auch nochmal rein, weil das war irgendwie so 50-50 bei euch. Und ich nehme das Qualifying mit rein, ja? Also ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon recht gut verstanden alles. Nein, ist ja meine Idee. Ich habe es alles perfekt verstanden, auch wenn ich ein bisschen Kauderwelsch erklärt habe. Macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. So, jetzt konzentrieren wir uns hier aber mal fett aufs Rennen. Ich bin direkt auf Position 5 hinter Valentino Rossi. Jawohl. Und die, ich finde die Strecke irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich fahre die das erste Mal. Die hat viele so eng aneinandergereihte Kurven. Kann das sein? Oh, fuck. Gar nicht gut komme ich hier durch. Oh, jetzt. Ja, die hat viele enge Kurven. So, irgendwie. Also das ist eine sehr, von der Durchschnittsgeschwindigkeit, eine sehr langsame Strecke. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Oh Gott, ey. Also wenn man hier nicht die Ideallinie fährt, dann verpasst man hier die Kurven alle, die hier so aneinandergereiht sind. Weil die sind alle aneinandergereiht irgendwie. Das ist ein Fluss. Wobei man aber irgendwie auch sagen muss, oh fuck, oh ich fahre mein Motorrad kaputt. Seht euch das an unten rechts, das ist schon orange. Jetzt bin ich hinter Lorenzo, dem Weltmeister, glaube ich. Ich glaube, der ist Weltmeister geworden in dieser Saison, also der 2013er Saison. Und ja, so ist das. Nein, ich finde irgendwie,
Die ist zwar in einem Fluss gebaut worden, jetzt bin ich erstmal vorbei. Nein, doch nicht. Shit. Nein, die ist in einem Fluss gebaut worden, aber irgendwie passt das nicht so zusammen. Ich weiß nicht, nicht meine Strecke irgendwie, aber man kann so fahren. Man kann so fahren, wir müssen sie ja auch fahren. So, jetzt geht's auf die Station. Nee, noch nicht. Jetzt erstmal. Oh, bisschen rausgeslidet. Nee, keine Chance. Noch komme ich nicht an Rossi und auch nicht an Lorenzo vorbei. Jetzt vielleicht, jetzt, nein, nein, doch, doch, doch. Ich habe ihn geschubst. Oh, jetzt, ah, das war eng. Ha, war das eng. Oh, ein bisschen schubsen. Oh, oh, jetzt, ich bin vorbei. Ich bin vorbei an Rossi, jawohl. Ah, aber ich glaube, jetzt kommt er wieder durch. Nein, doch nicht. Ha, gepackt. Wer ist denn da jetzt vor mir? Ich kann es nicht lesen. Oh, Rossi ist direkt hinter mir. Vielleicht, vielleicht geht er. Ah, Pedrosa auf 1 und Marquez auf 2. Also die beiden Teamkollegen. Oh, das war kacke. Oh, der fällt mir voll in die Karre, wollte ich schon sagen. Voll ins Bike hier. Oh mein Gott. Aber irgendwie ist die Strecke langweilig. Nicht so... Ha, weiß ich nicht. Da fährt so das gewisse Etwas. Irgendwie, die ist total lahm. Also, man fährt irgendwie so langsam. Oh, shit, shit. Verkackt. Deswegen, hier passiert auch irgendwie nicht viel. Ich versuche ja schon, Action reinzubringen. Jetzt ziehe ich erstmal Marquez vorbei. Und ja, was ich... Fällt mir auch ein, wenn ich neu starten sollte, stelle ich die Schwierigkeit auf Legende, ist das dann, glaube ich. Weil so schwer ist dann doch ein bisschen zu einfach. Weiß ich nicht. Schwer ist zu einfach. Also, nee, schwer ist ehrlich gesagt zu einfach. Mal sehen, was dann Legende bringt. Also, ich werde dann Dienstag auf jeden Fall, denke ich mal, neu anfangen. Je nachdem, was ihr dazu sagt. Oh, ich bin auf der 1, ich bin auf der 1. Ihr habt das gar nicht gemerkt, ich bin auf der 1. Jawohl, und das gibt mir nochmal... Oh, oh, die kommen direkt hier angeflogen, beide. Oh mein Gott. Bremsen. Bisschen früh gebremst. Jetzt verteidigen. Jawohl, perfekt. Die fahren ganz schön aggressiv, die beiden. Ah, fuck, 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 fuck. Verbremst. Und wieder beide durch. Und jetzt stecke ich wieder rein. Jawohl, und wieder vorbei. Was ein Fight. So, jetzt schön ausholen. Jawohl. Viel besser durchgekommen. Viel besser durchgekommen. Pedrosa ist jetzt hinter mir. Oha. Juhu. Hier. Eine langgezogene Rechtskurve. Perfekt genommen. Ganz viel Zeit gewonnen. Ganz viel Zeit gewonnen. Ja, jetzt habe ich erstmal Zeit. Jetzt habe ich Zeit. Und jetzt habe ich auch Zeit, um was ganz anderes noch zu erzählen. Oh, heute ist so alles Organisatorische. Kann das sein? Eigentlich wollte ich den Mega-Mittwoch dafür benutzen, aber irgendwie hat das nicht so... Weiß ich nicht. Heute gibt es so viel Organisatorisches, weil mir so viele Sachen durch den Kopf geschossen sind. Ich weiß auch nicht. Ach, und außerdem, weil ja, genau, das ist ja auch alles heute organisatorisch, weil die Folge ja gerade aktuell ganz, ganz kurz vor 16 Uhr fertig wird. Ja, wir haben jetzt gleich 5 vor halb 4. Ja, 5 vor halb 4, also 15.25 Uhr. So, und da fällt mir auch noch was ein. Oh, mir fällt ein, dass ich gar nicht um die Kurve komme. Shit, ganz scheiße erwischt. Oh, Pedrosa ist nur eine Sekunde hinter mir. Ah, den ersten Sektor hier und den Anfang vom zweiten, den verkacke ich total. Total verkacke ich den. So, jetzt. Ah, hier berg. Oh, was ist das denn? Oh, wo fahre ich denn hin? Oh nein, da kommen sie wieder. Ziehen. Ich muss fahren, ich muss fahren. Oh, shit. So, zack, Haarnadel, wirp, 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 geht alles wunderbar. Ja, hier ist ein bisschen wenig Action, deswegen kann ich das organisatorischer gut mit reinbringen. Kann ich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut mit reinbringen, sehr gut. Ja, 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 so ist das. Ich habe organisatorisches noch Folgendes. Ich habe mir gestern, ich konnte einfach nicht Nein sagen irgendwie, das hat mich so angelacht. Ich war gestern im Mediamarkt, wollte mir eigentlich nur ein Handycover kaufen. Bin dann aber natürlich auch in die Computerspielabteilung gegangen, wie das nun mal so ist, wenn man da eh schon mal da ist. Ja, und dann hat mich da so ein Spiel angelacht, Need for Speed Rivals, jawoll. Und dann habe ich mir gedacht, ah, komm, da kannst du nicht Nein sagen für die Jungs, die sich hier alles angucken von mir. Dann machst du doch mal ein Let's Play. Und da habe ich eine ganz geile Idee, ja, weil ich habe das nämlich gestern schon installiert und schon angehabt. Also nicht bei mir zu Hause, aber woanders. Und, dann habe ich gesehen, man kann entweder Cop oder Racer spielen. Und dann ist mir eine glorreiche Idee gekommen.
sollte man beide Karrieren parallel spielen können, wird jeweils auf Dienstag, Donnerstag oder mal gucken, vielleicht sogar noch mehr in der Woche, wenn ihr ganz, ganz viel davon sehen wollt, vielleicht auch sogar dreimal, bisschen verbremst. Dann sonntags, dienstags und donnerstags, das geht ja dann relativ gut, ja, das passt, so von den Tagen her, vom Abstand her passt das. Und dann kommen am Tag jeweils zwei Need for Speed Folgen gleichzeitig, zeitgleich, entweder 16 oder 18 Uhr nach oder vor MotoGP, das weiß ich noch nicht. Einmal die Karriere als Racer und einmal die Karriere als Cop. Jawohl. Mal sehen, wenn euch das gefällt, fände ich das nice, wenn ihr das auch in die Kommentare reinknallt, ja. Und ich fände es nice, wenn ihr das nicht so schlimm findet, dass wir heute so ein bisschen Infos gegeben haben hier, dass ich euch heute so ein paar... Dass ich euch heute so ein paar Infos gegeben habe, ja. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, aber das musste einfach mal sein, weil ich habe noch nie so kurz vor knapp eine Folge gemacht. Immer hatte ich so ein, zwei Tage Vorlauf. Ich habe immer mit Vorlauf hochgeladen. Oh, einer hat sich auf die Fresse gelegt. Da stand es unten in der Ecke. Da hat sich auf die Fresse gelegt. Ah, guckt euch das an. Ich habe so viel Abstand. Guckt auf die Karte hier. 9 Sekunden oder was wollte da jetzt erscheinen. Oh, verbremst. Oh, fuck! Oh nein, was ist das denn? Oh, ich habe mich auf die Fresse gelegt. Oh, gar nicht gut. Ich habe zu viel die Vorderradbremse benutzt. Glaube ich. Ja, müsste die Vorderradbremse... Nee, die Hinterradbremse war das. Die bremsen ja meistens mit der Vorderradbremse, glaube ich. Jawohl! Super! Ja, so ist das. Und, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so viele Sachen heute im Kopf. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt noch hier so schön die langgezogene Recht. Ja, nee, ich denke, ich starte das dann hier so mal neu. Und werde dann auch auf Legende spielen. Vielleicht auch mit einem anderen Fahrer. Wenn ihr Bock habt, fahre ich auch hier mit Rossi oder so. Weiß ich nicht, ist mir egal. Das ist mir vollkommen egal eigentlich, aber ich habe Bradl einfach genommen, weil er halt der deutsche... Fast technische Probleme! Oh nein! Das war's! Komm schon! Das Rennen ist auch vorbei. Dein Motorrad weist einige technische Probleme auf. Du musst leider aufgeben. Wie möchtest du fortfahren? Oh Mann. Oh, damit ist das Rennen auch vorzeitig beendet. Jawohl, eine Runde vor Schluss ist das Rennen beendet. Och, ich könnte heulen. Jetzt bin ich in der Meisterschaft nach unten gerutscht, wa? Ja, von der 6 oder von der 5 auf die 10. Super duper, ey. Das ist ja mega. Super. Damit ist die Folge auch vorbei. Heute, wie gesagt, ein bisschen Informationsgeschichten, ne? Leute, Informationen, Wahrheit, weil in einer halben Stunde ist die Folge schon online. Wir haben 3:30. Oh mein Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Nein, ich packe das locker, Leute. Ich packe das ganz ruhig. Ihr seht es ja. Und wie gesagt, erste Frage. Wollt ihr, dass ich dann die Karriere, hier die Meisterschaft neu starte? Mit welchem Fahrer vielleicht, wenn ihr da so ein bisschen Plan habt? Weiß ja nicht, wofür ihr euch so interessiert. Und wollt ihr 25% oder wollt ihr 50%? Beides mit Qualifying. Überhaupt kein Problem. Und wie findet ihr die Idee mit Need for Speed Rivals der Cop-Karriere und einmal als Racer? Ja, das ist heute ein bisschen viel Data-Input. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nächstes Mal schreiben wir auf jeden Fall nicht aus. Joa, dann bis später. Ne, haut rein, Leute. Ciao.